einen Auftrag hätte. Dazwischen haben wilde Blitze gezuckt, begleitet von einem Donner, der immer bedrohlicher geworden ist. Plötzlich ist Hubert vor Schreck das Herz fast stillgestanden. Vor seinen Augen ist ein gewaltiger Blitz vom Himmel oben runtergefahren und mit so einem Klapf in den Äpfelbaum eingeschlagen, dass ihm die Ohren nur so geläutet haben. Der Baum hat geächzt und gestöhnt, wo sein Stamm abeinander gerissen worden ist. Dann hat der Regen die Wunde gekühlt. Das Gewitter ist weitergezogen.